Ich darf wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Secret Legends. Wir haben ja jetzt die Macht des Vorhersages in der letzten Folge erhalten, mit dem wir jetzt verschiedenen Leuten die Kräfte entziehen müssen. Und das werden wir auch in dieser Folge machen. Also, ja, mit dabei sind Pandora. Servus. Und Seraphin. Servus. Gut, einen wissen wir schon, der steht da oben, dass der herumhauen könnte. Hallo! Du Sonnenschein, du! Du wie ein Sonnenschein schon Sonne gelassen. Düsterer Sonnenschein. Na komm. Nummer uno. Warte, wir waren näher. Der General, brauchen wir den? Nachher dann. Okay. So, einer sollte da sein, genau. Ah, du für die Klinge. Ah, deswegen die Klinge, okay. Ich durfte das gerade spielen. Der steht schon wieder. Was für Hund. So, auf der gegenüberliegenden Seite auch. Ach komm, ich bin geschlammt. Bam, boom, falsche Taste. Sie wird das Spiel. Okay. Au. Au. Die nächsten zwei sind oben. Ich glaube, die sind. Na, Anzeige hat es mir gerade oben, zumindest einen. Da. Da. Nächster Weber. Jetzt braucht ein Weber einen Hammer. So, und dann brauchen wir noch einen Mose, den Vollmond. Der ist da drüben. Na. Braucht doch ein bisschen, hm? So. Sehr schön. Jetzt müssen wir den General töten. Ja, und dann Schutz des Vorhersages den Halt. Wo ist er? Ich bin noch geschneckt. Du bist doch immer eine Schnecke, Schnecke. Ja. Wo ist er? Ah, der rennt da die ganze Zeit. Im Kreis. Naja, aber den haben wir ja gerade noch gesehen gehabt. Hä, der war ja gerade noch da. Ja, aber der brennt überall. Ja, das weiß ich, aber. Sag's mir, wenn es überhaupt, ich suche ihn da dabei. Ups. Du jetzt schon wieder gemacht. Ah, nur abgeholt. Nein. Das ist ja nicht. Habt ihr was? Nein. Ja, hier bei mir. Hey, wo kam der auf einmal daher? Die sind einfach mal nicht interessiert, dass wir in seiner Nähe sind. Weil er denkt, wir können ihm eh nichts anhaben. Hat doch der General auch nichts. Bam!
Portal, Portal. Wo ist das Portal? Direkt vor dir. Ich sehe das nicht. Bei mir ist das Portal nicht da. Das ist nur ein Kreuz da. Ja, das Portal siehst du so auch nicht. Du bist eh schon da. Ich weiß, aber ich kann mich schon nicht bewegen. Ich entbiete Ihnen Grüße. Das ist mein ältester Sohn, Tutmosis. Er ist der Falke, der über die Pyramide wacht. Hallo Vater, Hohepriester von Amun. Ihr verkörpert den Geist von Horus. Habt ihr deine Mission angenommen? Deinen Geist, mein Sohn. Ich hab gar keine angenommen. Dann nehmen wir die dunklen Orte, ne? Und wieder zwei erledigt. Mach neue Kerben auf dem Brett, Bruder. Und das in deiner Schicht. Wärst du bei deiner Schicht auch so aufmerksam, wäre die Waage des Krieges bereits auf unserer Seite. Ach, steck doch den Kopf in den Sand, großer Vogel. Du hast ein großes Mundwerk, Kätzchen. Aber dein Biss ist schwach. Deine Zähne sind stumpf vom eitlen Plappern. So amüsant euer Zank auch ist, es wäre besser... Da kommen noch mehr von ihnen. Aus der unheilvollen Schlucht. Sie sammeln sich wie Moskitos am fauligen Wasser. Als wir die Tempelstadt belagerten, in Fleisch und Blut, haben sich die Bestien des schwarzen Pharao gesammelt. Sie wussten, es wäre dumm von uns, sie zu verfolgen. Aber du warst furchtlos. Du sahst ein Vipernest und zögertest nicht, ihnen die Köpfe abzuschlagen. Das ist längst vergangen, Hemi. Ich bin jetzt achtsamer. Um die Schlucht zu reinigen, rate ich zu Strategie, Positionierung und Vorsicht. Und es hat nur Jahrtausende gedauert, bis du so erleuchtet warst. Unsere Familie ist nun mal stur wie Stein. Oh. So, einen idealen Aussichtspunkt zum Absuchen der Schlucht finden. Ja, was ist ja gleich da? Ja, wurscht, wir müssen eh nochmal total vorbei. Also, komm einfach zum Portal, nimm die nächste Mission an. So. Die Waben schon irgendwie anders aus. Kind von Gaia. Wisse, dass es im Universum ein Gleichgewicht gibt und immer gab. Oh Mann, jetzt geht das wieder los. Das Gleichgewicht zwischen Maat und Isfet. Einerseits Gerechtigkeit, andererseits Chaos. Wir sieben, Brüder und Schwestern, gaben wissend unser sterbliches Leben auf. Wissend? War es nicht eher Naivität? Ich muss Vater bitten, euch auseinanderzustellen. Gaben unser sterbliches Leben auf, um dieses Prinzip zu wahren, in alle Ewigkeit. Genau wie Atons Jünger sich in die Arme des völligen Chaos gestürzt haben, umspült von seinem schwarzen Schmutz. In ihrer Erschöpfung sind meine Geschwister gestrauchelt? Ich schwöre, wenn ich zu ihr rüber könnte, dann würde ich... Mich niederstarren? Versuch's doch einfach, vielleicht klappt es ja. Bei den Göttern. Während ihr beide Zeit und Energie mit Streiten vergeudet, vergiften Kreaturen die Oase, die es seit den Roten Nächten nicht mehr gab. Die Roten Nächte sind vorbei. Die Oase trocknet wieder aus. Niemand entgeht der Gerechtigkeit der Zeit. Was für ein Unsinn! Hörst du denn nicht, was er sagt? Es ist keine Zeit! Hat der Hohepriester dich als Mann erzogen? Unser Vater hat einen Namen! Eine Steinstatue zu sein, passt zu dir. Ach, Geschwister, lieber. Waagschalen aufheben. Waagschalen. Quick Access Inventory updated. Nehmen wir die zweite da auch an? Nein. Dritte Zeit, Leute. Noch nicht, ne? Drittel. Du bist angegriffen, gell? Ja. Hey.
Azi, du musst auch annehmen. Jetzt hast du. Anders. Kommt jetzt wieder so ein Honk. Da kommen wir zu Paar. Nein, da kommt jetzt nur noch einer, wir müssen nämlich runterlaufen. Achso. So, über dies, das Urteil über die Seelen der Aspiranten fällen. Ich hab 5. Das war vielleicht 5. Weiß ich nicht. Ja, weil du 2 bekommen hast, weil sie ja nach dir das angenommen hat. Ja, ja. Also. Dass die trotzdem 1 hinter mir sind. Wie viel hast du jetzt? 6. Du hättest gerade 7, du hättest gerade 2 kriegen müssen. Hab ich aber nicht. Dann ja, fällt nur mal das Urteil. Du musst den zweiten auf. 7. Jetzt hab ich 7. Jetzt müsste ich 8 haben. Ja. Passt. Zum Lager der Initianten in der Schlucht gehen, oder was ist denn jetzt da? Würden wir eben auch schon. Hast du jetzt zugesagt, aber es widerspricht ja keiner. Warum sollten wir widersprechen, wenn was wahr ist? Ah, ich werde lesen, was wir machen müssen, aber ich habe schon. Ihr macht die kaputt und ich mach die Backliste. Du kriegst das ja wieder nicht. Doch, doch. Achso. Stimmt. Das Urteil fällen. Ich hab den Schuss einfach angeklaut. Und ihr habt einen. Ich hab auch einen. Jetzt wissen. Ich hab 3. Ja, wie ich hab einen. Hast du Schaden gemacht? Ja. Okay. Ich schieße auf jeden prinzipiell einmal, dann kann ich sagen, ich hab Schaden gemacht. Nein, hat auch nicht gezählt. Ich muss das Urteil fällen. Ansonsten zählt's nicht. Na, warte mal. Ich glaub. Das heißt, du hast dreifache Arbeit. Nein, warte mal. Ah, fällt's mal Urteil. So, das war ich jetzt. Nein. Ich auch nicht, das sind die
wir müssen die normalen da jetzt wieder töten. Warum? Ich hab sie gekriegt. So? Du hast jetzt 4? Ich hab jetzt 4. Jetzt hab ich wahrscheinlich gleich 6. Ich hab 2, weil ich einen Ruhestall gekriegt habe. Ah, ich hab nur einen gekriegt jetzt. Ich hab jetzt 5. Ich hab jetzt auch 5. Ich hab 2. Ja, dann fällt er mal bis du 5 bist. Okay, das ist jetzt. Also, das sind falsche, das sind falsche. Da. Oh, hoppla. Ja, und. Ah, jetzt, da. Oh, das ist wieder lang. Lange Angelegenheit. Drei. Sieben. Was, den hast du auch gekriegt? Ja. Anscheinend habe ich den jetzt auch gekriegt, ja. Warum kriege ich eure nicht? Aber ihr meine schon? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, aber es ist gar nichts anderes da. Nein. Gott, da ist wieder. Noch nicht rufen, noch nicht machen. Okay, wieso kommt da jetzt keiner? Also vor auch beim ein paar. Wir brauchen die Verschwung. Oder komm her. Stell dich ganz nah an den dran. Ah, hab ich gekriegt. Ich bin immer ganz nah bei denen gestanden und hab's nie bekommen. So, das heißt, wie viel hast du jetzt? 4. Es brauchen noch 4. Ist das da oben? Nein, das sind Rufer. Ah, das sind Rufer. Ich mach einfach den Standard. Gehen die im Durchgang? Da waren doch auch welche. Ja, das sind gerade keine. Na gut, liebe Leute, wir werden schauen, dass wir Pandora da die letzten 4 noch besorgen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch beim nächsten Mal an. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Baba. Bye-bye. Bye-bye.